Faszination Oldtimer. Wir sind unterwegs in einem 1967er Ford Mustang und nehmen Sie mit auf eine ganz besondere Reise. Großartig. Ja, bin begeistert. Eine Rallye durch Norddeutschland mit schönen Autos und der einen oder anderen Herausforderung. Wir haben auch gern ein bisschen knifflige Aufgaben, wo man auch mal Wege suchen muss. Das macht uns eigentlich am meisten Spaß. Raus aus der Komfortzone. Historische Fahrzeuge muss man fahren wollen. Also der riecht immer sehr nach Benzin. Dann hat er des Öfteren mal Fehlzündung. Dann springt er gleich nicht an. Wenn ihr uns filmt, werdet ihr das sehen. Also es gibt so ein paar Schwierigkeitsgrade. Also. Eine Stunde Autofahren, eine Stunde Werkstatt. Das ist so der Schnitt. Wir kommen ins Gespräch und erfahren, welche Geschichten hinter den Oldtimern und ihren Besitzern stecken. In Erinnerung an meinen Vater, der diesen Wagen halt im Juni 1964 gekauft hat. Die Hamburg Car Classics führen uns von Neumünster an der Küste entlang bis nach Flensburg. Ich hoffe, dass ich gut zu verstehen bin, denn im Hintergrund hört man natürlich diesen satten V8 blubbern. Unterwegs im Ford Mustang, es ist ein ganz spezielles Fahrgefühl. Es ist gemütlich, man cruist einfach so dahin über die Landstraße und ja, es hat tatsächlich was von Entschleunigung. Und ich habe ja so den Eindruck, der Ford Mustang ist ein Inbegriff des Klassikers. Jeder kennt dieses Auto und auch wer sich gar nicht für Autos oder Oldtimer interessiert, wird den Mustang unter Garantie sofort erkennen. 9 Uhr morgens, Neumünster. Gestern schien die Sonne, morgen wird sie wieder scheinen und ausgerechnet heute Dauerregen. Das ist der Startschuss für unsere Tour. Veranstalterin Birte Ballauf schwenkt die Flagge. Los geht's. Zum Glück sind die Autos und ihre Fahrer hart im Nehmen. So richtig macht das Wetter keinem etwas aus. Zu groß ist die Vorfreude auf dieses Wochenende. Alte Autos, alle hier teilen diese Leidenschaft. Was macht die Faszination Oldtimer Rallye für Sie aus? Ja, wir haben, ich glaube, in den modernen Wagen so viele Assistenten, die wir auch gerne benutzen. Aber in der Freizeit wollen wir auch mal richtig Auto fahren. Für mich letztendlich war ich früher Schrauber, dass man alles mit der Hand reparieren kann. Man sieht die Mechanik, man sieht die Technik noch. Und es ist etwas Einfaches, etwas Überschaubares. Ab 30 Jahren Fahrzeugalter gibt es das begehrte H-Kennzeichen. Viele Wagen hier haben natürlich etliche Jahre mehr auf dem Fahrgestell. Die Oldtimer-Szene hat in den letzten Jahren einen regelrechten Boom erlebt. Doch viel mehr als auf Baujahr und Wert kommt es hier allen auf das gemeinsame Hobby an. Die Rallye dieses Jahr ist schon die 9. Auflage für Veranstalterin Birte und ihr Team. Und mittlerweile lacht auch die Sonne endlich wieder vom norddeutschen Herbsthimmel. Wir machen Station in Kappeln. Die 9. Auflage der Hamburg Car Classics. Für dich natürlich ein Highlight des Jahres. Schlaflose Nächte vorher gehabt? So viel Arbeit oder wie ist es? Ja, man hat natürlich immer irgendwie schlaflose Nächte und es ist viel Arbeit und es gibt viel abzuarbeiten, viele neue Dinge, die dann plötzlich eintreffen. Man hat eine Streckenänderung und man muss das Roadbook nochmal kurz umschreiben. Hatten wir, aber es ist halt, eigentlich sind wir sehr, 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 sehr zufrieden. Ganz toll. Wir sind im Regen gestartet. Jetzt sieht es ganz gut aus. Zwischendurch nochmal der eine oder andere kleinere Tropfen, aber wir haben unterm Strich Glück. Die Teilnehmer sind, glaube ich, super zufrieden bisher. Wir haben tolle Autos mit dabei, alle sind gut gelaunt bisher, ne? Ja, trotz des Regens, muss ich sagen, sind die echt alle ganz gut gelaunt. Wir waren ja heute Morgen alle klitschnass beim Start, ne? Also wir waren ja triefend nass, es hat in 100% geregnet, also anders kann man es nicht sagen. Und da war die Laune, war aber trotzdem echt auf dem Höhepunkt. Wir waren alle ganz spannend oder neugierig, es war sehr spannend. Und jetzt haben wir so ein tolles Wetter und ich meine, Janine Platz macht das jetzt mit ihrer Performance. Sieht schon toll aus. Ich habe gedacht, eigentlich wäre es gut, wenn das jetzt mal noch ein bisschen so bleibt. Der wird jetzt ja dann tatsächlich abgestrippt, ne? Wird ja neu restauriert. Absolut. Ins Gegenlicht filmen ist immer schlecht, aber wenn die Sonne wieder rauskommt, nehmen wir das gerne in Kauf. Hauptsache es regnet nicht mehr. Birte, vielen Dank und bis später. Ja, bis später. Danke. Und schon muss sie weiter. Die nächste Aktion wartet. Und das hat man im Hafen von Kappeln auch noch nie gesehen. Sachbeschädigung an einem wertvollen Ford Mustang und das mitten an Tage? Nein, Janine Platz ist Künstlerin und macht das, was Birte im Interview schon kurz erwähnt hat.
Der Wagen von Teilnehmer Mark Nelson wird bald neu lackiert und restauriert. Und vorher, medienwirksam, zu einem emotionalen Kunstwerk. Mark, normalerweise würde ein Oldtimer-Besitzer das Herz bluten, wenn jemand mit Edding auf dem Auto rumschmiert. Hier ist es gerade ganz anders, was ganz Besonderes, oder? Ja, unbedingt. In diesem Fall freue ich mich unglaublich über jedes einzelne Wort, das Janine Platz auf dieses Auto schreibt, weil es sind Erinnerungen an meinen Vater, der diesen Wagen halt im Juni 1964 gekauft hat. Das heißt, du kennst diesen Wagen dein Leben lang und er ist seit jeher in der Familie? Ja, also das ist ein Familienerbstück von 1964, 5 Monate nach meiner Geburt gekauft. Ich habe noch den Originalkaufbeleg und meine ersten Kindheitserinnerungen sind wirklich mit diesem Wagen verbunden, das stimmt, ja. Das heißt, er wird auch für immer in der Familie bleiben, denke ich mal. Genau, und deshalb darf Janine ihn auch beschreiben, weil das, was hier passiert, ist eine Hommage an meinen Vater. Und in der kommenden Woche wird der Wagen zurückgehen nach Berlin in eine Werkstatt, die ihn komplett neu aufbauen wird, sodass er im Mai aussieht, als wäre er frisch vom Band gelaufen. Wir freuen uns für dich. Genieß den Wagen. Viel Spaß weiterhin damit. Vielen Dank. Danke. Wunderschönes Auto. Holt hier seinen Stempel ab, Startnummer 14. Ein fahrendes Denkmal. Das beeindruckt natürlich auch die Künstlerin, die mit ihren Stiften aufschreibt, was Marc so alles mit seinem Auto verbindet. Also es gibt natürlich Autos, die fahren von A nach B und es gibt Autos mit Charakter und das ist auf jeden Fall so einer. Hat eine Geschichte, eine ganz besondere. Und für mich ist das sehr berührend. Ich habe ja die Geschichte dazu gehört und steckt das ganze Leben drin. Zurück in unseren Mustang. Weiter auf der Strecke und zur nächsten Zwischenstation. Ja, und das Schöne an diesen Oldtimer Trophies oder Rallies ist ja einfach das Gemeinschaftsgefühl, das gemeinsame Erleben. Man ist zusammen unterwegs auf der Strecke, hilft sich zwischendurch immer gegenseitig mal so ein bisschen weiter. Die Aufgaben, die man zwischendurch erledigen muss, um Punkte zu sammeln und vor allem zusammenzusitzen und zu fachsimpeln. Es macht wahnsinnig viel Spaß und das macht wirklich eine Menge aus. Dieses Haus hat viele Fenster, aber wie viele sind es wohl genau? Wer am besten schätzt, bekommt Extrapunkte in der Gesamtwertung. Oldtimer Rally heißt natürlich auch zwischendurch Rätsel lösen. Ihr saht gerade beschäftigt aus, Taschenrechner in der Hand. Worum geht's? Oh, wir rechnen gerade aus, wie viele Butzenscheiben da wohl so drin sind in dem Schloss und haben erstmal gezählt und haben überlegt, was als Scheibe und was als Fenster. Manchmal sind die Fragen so verschlüsselt, dass man nicht weiß, was ist jetzt genau gemeint. Sind es die ganzen Fenster oder sind es einfach nur die Butzenscheiben? Auf der Windschutzscheibe hatten wir erfreulich lange keine Regentropfen mehr. Wir nähern uns dem Ziel, Flensburg. Ich habe mich mittlerweile richtig an den Mustang gewöhnt und ahne schon, dass mir der Abschied nicht ganz leicht fallen wird. Es ist ein wunderschöner Streckenverlauf. Im Prinzip an der Küste entlang Neumünster bis nach Flensburg. Und man sieht einfach wahnsinnig viel. Man fährt nicht schnell. Man entdeckt und erlebt und genießt. Und ich kann es jedem nur empfehlen, einmal auszuprobieren, sich vielleicht einfach mal einen Oldtimer zu mieten für ein Wochenende und einfach mal dieses Fahrgefühl zu erleben und mitzumachen. Der richtige Oldtimer, das ist keine Anschaffung, die man einfach mal so macht. Für ein paar Stunden oder Tage gibt es eine günstigere Alternative. Das Tolle ist ja auch, wer keinen eigenen Oldtimer hat oder noch unentschlossen ist, der kann sich natürlich auch mal einen mieten. Jan-Martin Lührs vermietet Oldtimer. Du hast uns den Mustang zur Verfügung gestellt für einen Dreh. Und jeder, der mal Bock hat, kann bei euch sich den Traum erfüllen, zumindest für einen Tag oder für ein Wochenende. Genau, das geht los bei 2,5 Stunden für 99 € und dann kann jeder mal einen von unseren 11 Oldtimern fahren. Wie lange macht ihr das Ganze eigentlich schon? Wir haben 2013 gegründet, sind jetzt also im 9. Jahr. Und haben uns von einem Zwei-Mann-Nebenbei-Geschäft zur großen Oldtimer-Vermietung und Werkstatt mit 22 Mitarbeitern entwickelt.
Wer sind so eure typischen Kunden? Vermietet ihr viel an Hochzeitspaare oder sind das wirklich die Leute, die einfach mal Lust haben, ein Wochenende, einen Tag mal ein V8 zu fahren zum Beispiel? Das ist beides, das ist ganz unterschiedlich. Das sind die Leute, die diese Autos nur aus dem Fernsehen kennen und einfach mal eine Runde fahren wollen. Es wird sehr oft verschenkt. Es ist ein tolles Geburtstagsgeschenk für Leute, bei denen man nicht weiß, was man ihnen schenken soll. Und natürlich klassisch Hochzeitspaare. Aber wir haben auch oft Filmdrehs dabei. Wir haben Events mit Geschäftskunden und alles Mögliche, wofür man eben alte Autos braucht. Und nun das Thema Spritverbrauch. 1967 war das eben noch etwas anders. Unser Mustang hat einen 4,7 Liter großen V8 Motor mit 220 PS. Circa 12 bis 15 Liter verbraucht er laut Vermieter auf 100 Kilometer. Vernünftig? Nein. Passt das noch in die Zeit? Ich finde, das darf jeder für sich entscheiden. Zumal diese Autos nun mal da sind, nicht neu produziert und ständig repariert werden. Im Moment beschäftigen sich alle mit dem Thema Energiesparen, Nachhaltigkeit, ressourcenschonend unterwegs zu sein. Ja, natürlich, vollkommen zu Recht. Und ich habe so den Eindruck, die Oldtimer-Szene, oder das ist meine persönliche Meinung, hat trotzdem absolut weiterhin ihre Daseinsberechtigung. Denn so ein Event findet einmal im Jahr statt. Man fährt nicht jeden Tag mit diesen Autos. Und man geht zum Beispiel auch ins Museum. Und das hier sind einfach rollende Museumsstücke. Pünktlich ab 17 Uhr passiert die Kolonne die Ziellinie in Flensburg. Bei schöner Abendsonne. Hinter uns liegen aufregende Stunden und Kilometer. Das ist sie also, die Faszination Oldtimer. Ein ereignisreicher Tag geht zu Ende. Wir genießen jetzt noch die Abendstimmung hier direkt vor dem Zieleinlauf mit einem traumhaften Blick. Es gibt gleich noch die sogenannte Driver's Night. Da wird noch ein bisschen gefachsimpelt. Natürlich gibt es die Siegerehrung. Und ganz wichtig, so eine Oldtimer-Rallye, die findet natürlich immer auch für einen guten Zweck statt. Wir sind ins Gespräch gekommen mit vielen Oldtimer-Begeisterten, haben spannende Geschichten erfahren, die hinter den Fahrzeugen stecken. Und ich freue mich jetzt schon aufs nächste Mal, denn die Fahrt im Mustang, die hat auch mal richtig Spaß gemacht. Das werden wir auf jeden Fall wiederholen. Vielleicht ja schon im nächsten Jahr, wenn die Hamburg Car Classics 10-jähriges Jubiläum feiern.